Am 22. Januar 1879 kam es an der kleinen Missionsstation Rock's Drift zu einer mittlerweile legendären Schlacht zwischen etwa 150 britischen Soldaten und 3.000 bis 4.000 Zulu-Kriegern. Warum ihr davon noch nie gehört habt, vielleicht weil euch der Anglo-Zulu-Krieg nicht so interessiert oder im deutschen Geschichtsunterricht nicht sonderlich oft durchgenommen wurde. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass der Film Zulu ungefähr einmal alle 25 Jahre im deutschen Fernsehen kommt, wogegen er in England, tja, eigentlich im Dreivierteltakt gezeigt wird. Hallo und willkommen bei Jetzt guck doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann. Ich bin Ingo, der Mann mit dem Gesicht fürs Radio und der Stimme für den Stummfilm. Guckt man heute auf der Filmdatenbank IMDb oder guckt man heute auf neu aufgewuppte Kinoposter oder kauft man sich heute die DVD oder Blu-ray, dann ist ganz, ganz prominent vorne drauf das Gesicht von Michael Caine, weil der aus heutiger Sicht der größte Star ist, der in diesem Film mitspielt. Damals war das nicht so, denn da war der große Star Stanley Baker. Einmal der Hauptdarsteller, der hier John Chart spielt, und zum Zweiten, und er ist einer der Hauptproduzenten dieses Filmes. 1879 beim durch die Engländer mit ausgelösten Krieg in Zululand, wenn ihr nicht genau wisst, wo das ist, dafür gibt es Google Maps, da haben die Engländer unter anderem bei der Schlacht von Isla Nuana eine empfindliche Niederlage erlitten. Sämtliche englische Soldaten, die da waren, wurden getötet. Auch darüber gibt es einen Film, der heißt Zulu Dawn von, ich glaube, 79 mit Burt Lancaster. Der ist aber nicht sonderlich bekannt, also weder hier noch in England. Wenn Leute einen Film über die damaligen Geschehnisse beim Zulu-Krieg gucken wollen, dann gucken sie den hier, Zulu von 64 mit Michael Caine. Was einmal daran liegt, dass der Film besser gemacht ist und warum auch schon bevor es Filme gab, die Schlacht von Rock's Drift so überhöht wurde. Das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass die englischen Soldaten bei dieser Schlacht von Rock's Drift besonders tapfer waren oder sich strategisch irgendwie besonders intelligent oder großartig verhalten haben. Es lag in erster Linie daran, dass man der englischen Bevölkerung sagen wollte, hey, guckt mal nicht so sehr auf die Niederlage bei Isla Nuana, denn Niederlagen finden wir doof. Guckt mal lieber auf den tollen, tollen Sieg bei Rock's Drift. Also das hatte eher was mit PR zu tun und mit Militärpropaganda als tatsächlich mit einer historischen Leistung. Isla Nuana haben die Zulu also platt gemacht und marschieren jetzt weiter zu Rock's Drift, einer ganz, ganz winzigen, ehemals schwedischen Missionssiedlung, bei der etwa 150 englische Soldaten stationiert sind. So haben sich die Zulu ausgerechnet, ey, den Posten können wir doch genauso leicht überrennen. Kommandierend vor Ort sind die Leutnants Bromhead und Chart. Bromhead gespielt von Michael Caine und Chart gespielt vom ebenfalls ermitteln Stanley Baker. Und in den nächsten 2,5 Tagen müssen diese knapp 150 Leutchen die wahrscheinlich schlimmste und nervenzerreißendste Schlacht ihres Lebens abliefern. Das war's im Grunde mit der Inhaltsangabe und das finde ich erstmal nicht schlimm. Mad Max 2 hat jetzt auch keine exorbitant riesige Handlung. Die Autos fahren hinter den Autos her. Also wenn ein Film eine simple Prämisse hat, dann ist es nichts Schlechtes. Die Ausführung, auf die kommt es mir an. Und die Ausführung ist hier verdammt gut, auch wenn der Film natürlich aus britischer Sicht erzählt ist, trotzdem finde ich aber gut, wie er erzählt ist und wie er beide Seiten dieses Konflikts so beleuchtet. Und einen Konflikt gibt es nicht nur zwischen den britischen Besatzern und den Zulu, die ihr Heimatland verteidigen, einen Konflikt gibt es auch innerhalb dieser Truppe. Denn Chart, ein Ingenieur, der, Zitat, eigentlich nur da ist, um eine Brücke zu bauen, irgendwoher kenne ich diese Rhetorik, und Bromhead, so ein Upperclass Schnösel-Fuzzi, der meint, dass ein simpler Ingenieur nichts in der Armee zu suchen hat. Die beiden zoffen sich auch und finden sich nicht so toll. Man sieht also schon im Vorfeld, das könnte Reibereien oder das könnte Spannungen geben. Und wenn es dann in der Schlacht hart auf hart kommt, ja, wer von beiden übernimmt dann eigentlich das Kommando? Und dann marschieren die 4000 Zulu also auf diesen kleinen Outpost da bei Rock's Drift zu und wetzen schon ihre Speere und machen sich bereit, die Engländer platt zu machen. Und die Engländer wiederum machen sich bereit, ihren kleinen Posten da zu verteidigen, machen so einen Schutzwall aus so Säcken, laden nochmal ihre Gewehre durch. Tja, und dann geht's los. Und die nächsten etwa 60 Filmminuten sind dann ein Hin und Her von einer Schlacht, was großartig gefilmt ist, was sauspannend ist, was eine richtig geile Filmmusik von John Barry hat. Tja, und was noch heute bis zur letzten Minute Fingernägel-Kau-mäßig spannend gemacht ist. Cetshwayo war damals der Zulu-König, der in Zululand das Sagen hatte, und sein Stiefbruder,
naja, das war so mehr ein wilder Vogel. Also Catchfire hatte kein Interesse daran, sich mit der britischen Regierung großartig anzulegen. Die britische Regierung hatte auch kein großes Interesse daran, jetzt krampfig unbedingt da einen Streit vom Zaun brechen zu müssen, denn die waren eigentlich mehr beschäftigt, einmal in Indien, was sie auch kolonisiert haben. Und das große Augenmerk der britischen Armee lag eigentlich auf Afghanistan. Denn ja, Riesenüberraschung, auch schon vor 140 Jahren waren alliierte Truppen oder in dem Fall englische Truppen in Afghanistan damit beschäftigt, gegen die Russen zu kämpfen, weil sie davon überzeugen wollten, dass die statt Wodka mehr Tee trinken sollen, was weiß ich. Deswegen hat man auch Leute wie Bromhead oder Chart da vor Ort gehabt. Das waren wohl eher mittelmäßige Soldaten und für ihr recht fortgeschrittenes Alter von Mitte 30, also damals ist man ja so mit 16, 17 Schule fertig, zack, und dann rein in die Armee und dann legst du eine Karriere hin. Also für eine lange Verweildauer in der Armee, beide mit dem Rang des Lieutenant, haben eine ziemlich mittelmäßige Karriere hingelegt. Gerade Bromhead in der Nachbetrachtung, der wurde viel entmystifiziert, weil er laut Zeitzeugen damals kein besonders guter Soldat war und, Zitat, taub wie ein Pfosten. Ob das wirklich 100% so war oder ob es daran lag, dass auch die anderen Offiziere Bromhead nicht besonders gut leiden konnten, das darüber streiten Geschichtsprofessoren noch bis heute. Aber Tatsache war, man hat diese zwei Leutnants da hingepflanzt, um diesen Posten da mehr oder weniger zu verwalten. Und es gab sowas wie ein, naja, mir fällt kein besseres Wort ein, Gentleman's Agreement zwischen den britischen Besatzern und zwischen König Catchwayo, im Sinne von, lieber Catchwayo, du kannst ja dein Land behalten und wir wollen auch deine Leute nicht totschießen, aber überquere bitte nicht diesen Fluss. Dabula Manzi, das ist der Halbbruder von Catchwayo, der hat sich allerdings so ein vergleichsweise kleines Regiment von 4000 Leuten geschnappt und der hat gesagt, ey, bei Isla Nuana, da haben wir doch so geil gewonnen, dasselbe machen wir jetzt bei Rock's Drift auch und dann sollen sich die Engländer mal schön aus unserem Land verpissen. Und das war leider das Alibi, was die britische Regierung eigentlich nur gebraucht hat, um da auch mal richtig vom Leder zu ziehen und oh, wir wurden ja so fiese angegriffen und jetzt müssen wir zurückschlagen. Also hätte es diese Flussüberquerung nicht gegeben, dann hätte es wahrscheinlich diesen Zulu-Krieg in der Form, wie er dann stattgefunden hat, auch nicht gegeben. Der Vollständigkeit halber muss man natürlich sagen, Leutnant General Chelmsford, also der damalige Kommandant der britischen Armee, die in Zululand war, die hat vorher auch schon sind die in Territorien eingedrungen, wo die nichts zu suchen hatten. Also die erste Verletzung dieses Abkommens hat eigentlich von britischer Seite her stattgefunden. Trotzdem wäre die ganze Geschichte vielleicht anders gelaufen. König Catchwayo hatte also kein Interesse daran, irgendwie in ein feindliches Territorium einzudringen. Er hat gesagt, wir verteidigen hier das, was wir haben. Und wenn die Briten dann bei uns reinkommen, dann werden wir die platt machen. Aber wir müssen die nicht unnötig provozieren. Naja, zu dieser unnötigen Provokation kam es dann leider. Und es kam zu dieser Schlacht von Rorke's Drift, die, wie gesagt, im Nachhinein geschichtlich sehr überhöht wurde. Es wurden insgesamt 11 Victoria Crosses herausgegeben, also die höchste Auszeichnung für Tapferkeit, die es da in der britischen Armee gab. Auch das ist wahrscheinlich nicht passiert, weil die Leute, die da gekämpft haben, so tapfer und so außergewöhnlich gekämpft haben. Historiker sind sich ziemlich einig, naja, die haben alle das gemacht, wofür sie bezahlt werden. Die haben da ihren kleinen Posten und den sollen sie verteidigen. Und wenn die angegriffen werden, dann sollen sie die Angreifer halt totschießen. Also was diese Schlacht jetzt irgendwie besser oder tapferer gemacht hat als alle anderen Schlachten, die die britische Armee geführt hat, wahrscheinlich eher wenig, aber auch das sollte dazu dienen, hey, liebe britische Öffentlichkeit, richtet mal eure ganze Aufmerksamkeit auf diese tollen, tapferen Soldaten bei Rorke's Drift und redet bitte nicht darüber, wie böse wir auf die Mütze bekommen haben bei Isla Nuana oder dass wir vielleicht in diesem Land nichts zu suchen haben. Die Zulu waren beileibe auch nicht astrein, also die überfielen Nachbarstämme, töteten die Menschen dort, die Kerle, die sie nicht getötet haben, die haben sie sich dann als Soldaten in ihre Armee einverleibt, was auch ein Grund dafür war, warum die Zulu so tapfer und so rigoros gekämpft haben, weil die nämlich wussten, was ihnen blüht, wenn sie als Verlierer von der Schlacht nach Hause kommen. Also die Zulu moralisch zu überhöhen und die für ganz, ganz toll zu finden, das wird der Sache, glaube ich, nicht gerecht. Die Briten jetzt irgendwie als besonders tapfer oder besonders toll oder besonders ehrenmütig oder sonst wie hinzustellen, das wird der Sache auch nicht gerecht. Am Ende des Films sagt Chart, ja, also das mit der ganzen Schlacht, das ist ja eigentlich gar nicht so meine Hausnummer. Ich kam ja nur her, um eine Brücke zu bauen. Sowohl der echte Bromhurst als auch der echte Chart blieben noch lange im Dienst der Armee. Bromhurst ging später nach Gibraltar, nach Indien, nach Burma oder beziehungsweise Myanmar. Chart blieb ebenfalls noch bis zum Ende des Zulu-Krieges in Afrika. Später ging er dann noch nach Zypern, ging dann noch nach Singapur.
Also auch der kann das Soldatenleben ja nicht so schlecht gefunden haben, wie es hier im Film verkauft werden soll. Was die Zulu da so gemacht haben und wie sie andere Stämme behandelt haben, dass der Kommandierende der Zulu im Grunde hier Befehlsverweigerung vertrieben hat, das wird in diesem Film nicht großartig abgehandelt. Was die Engländer da wollten, Klammer auf, Land- und Bodenschätze klauen und Leute versklaven und diese Sklaven dann wieder verkaufen und damit Profit machen, Klammer zu. Das wird hier auch nicht abgehandelt. Also mit Zulu geht es mir ein bisschen so wie mit Black Hawk Down oder mit Braveheart. Ja, am ehesten so wie mit Braveheart, ne? Also als Abenteuerfilm ist der großartig. Als historisches Dokument? Trotzdem kann ich Zulu unter dem Strich empfehlen, wenn man nur darauf aus ist, wirklich einen Abenteuerfilm zu gucken. Michael Caine hat hier seine erste große Kinorolle und man kann schon damals ahnen, das ist ein richtig feiner Schauspieler. Stanley Baker, die andere Hauptrolle, der hatte sich mit seiner Produktionsfirma dann selbstständig gemacht. Zulu blieb leider der einzige Kassenerfolg, den diese Produktionsfirma so richtig gewuppt hat. Also danach hat die Produktionsfirma nur noch Flops produziert und Stanley Bakers Karriere ist dann so ein bisschen im Sande verlaufen. Unter anderem habe ich hier noch in einem Zorro-Film mit Alain Delon rumfallen sehen, bevor er mit nicht einmal 50 Jahren dann in Spanien verstorben ist. Caine hatte Glück, dass der Regisseur des Films Cy Anfield war, ein Amerikaner, der wegen kommunistischer Umtriebe, wie es damals während der McCarthy-Ära hieß, der wusste, ich als offen bekennender Kommunisten-Sympathisant, ich werde in den USA keine Arbeit kriegen. Also der ist nach England ausgewandert und ist da Filmemacher geworden. Und weil ein Amerikaner hier Regie geführt hat, hat Michael Caine überhaupt diese Rolle bekommen, denn ein englischer Regisseur wäre nie auf den Trichter gekommen, einem Cockney die Rolle als Upper-Class-Offizier zu geben. Die beste Szene des Films ist frei erfunden und die für mich spannendste Szene des Films ist eine, in der nicht geschossen und in der nicht gekämpft wird. Also die Engländer haben gerade so ihre Barrikaden wieder so ein bisschen aufgeforstet und stehen da mit dem Gewehr im Anschlag bereit und warten jetzt darauf, dass die Zulu angreifen. Und da in ein paar hundert Meter Entfernung, dann stehen die Zulu und machen das, was, naja, man vor Kriegen so gemacht hat und teilweise noch bis heute macht, nämlich sie haben gesungen. Also die Musik war ja schon immer ein Instrument, um den Gegner einzuschüchtern. Und hier stehen also x-tausend Zulu und singen und dann sagt Lieutenant Chart zu einem seiner Leute, was halten sie von ihren Gesangskünsten? Und er sagt dann, naja, also Bass und Bariton, da haben sie recht ordentliche Stimmen. Was denen fehlt, ist ein Tenor. Und dann fängt er plötzlich an zu singen. Das Lied Men of Harlech, was ein walisisches Lied ist, was irgendwann im 15. Jahrhundert geschichtlich dokumentiert das erste Mal aufgekommen ist, das wird hier von den Soldaten geschmettert und Chart geht durch die Reihe, singt Leute, singt! Und das finde ich richtig geil, wie es da einen Krieg gibt, nicht mit Waffen, sondern nur mit Stimmen. Also hier drüben wird gesungen, um den Gegner einzuschüchtern und hier drüben wird dann entgegengesungen, um den Gegner einzuschüchtern und man merkt als Zuschauer wirklich, wie die Spannung so und man wartet nur drauf, okay, verdammt, gleich geht's los. Und ständig wird betont, dass das ja hier ein walisisches Regiment ist und wie toll die Waliser sind und wir wollen hier ein bisschen walisische Zucht und Ordnung und Disziplin reinbringen und wir Waliser wissen, wie man so einen Krieg gewinnt, was hauptsächlich damit zu tun hat, dass Hauptdarsteller und Produzent Stanley Baker nun mal in Wales geboren ist. In Wahrheit waren von diesen rund 150 Soldaten etwa ein Drittel tatsächlich gebürtige Waliser. Der Rest waren mittellose Engländer und arbeitslose Iren, die wegrekrutiert wurden von der britischen Armee. Und James Booth, der hier Hookie spielt, also Private Henry Hook, auch diese Figur hat es tatsächlich gegeben. Der hat gesagt, ich wurde noch Jahre später von Menschen auf der Straße angequatscht, die 20 Jahre geboren wurden, nachdem der Film gemacht wurde. Der wurde bis zu seinem Karriereende wurde der immer als Hookie identifiziert. Die Figur, die er hier spielt, ist so eine Art Bruder Leichtfuß. Der hängt die ganze Zeit im Lazarett und will sich vor der richtigen Arbeit drücken und ist dauernd nur am Saufen, was mit der Realität wohl aber auch überhaupt nichts zu tun hat. Der war ein Vorzeigesoldat und hat in seinem ganzen Leben keinen Tropfen Alkohol angerührt, aber auch das trägt halt zur Dramaturgie von so einem Film bei. Ne, wenn alle nur gerade in einer Linie marschieren und ganz, ganz toll sich mit ihren vorgesetzten Offizieren verstehen und jeden Befehl befolgen mit Jawohl, Sir, und sie haben absolut recht, Sir, dann ist ja kein Drama. Also diese Figur, die wurde auch ordentlich ausgeschmückt, um dem ganzen Film so nochmal eine extra Note zu verleihen. Ich finde es trotzdem toll. Und in der zweiten Hälfte des Films, als es dann ans Eingemachte geht und die Schlacht so richtig losgeht, ist Hookie der Erste, der sich sein Bajonett schnappt und anfängt da rumzuschießen und sich gegen die Zulu zu verteidigen und seine verletzten Kameraden zu schützen. Ja, der Film ist aus britischer Sicht erzählt und das ist ein durch und durch britisches Produkt. Trotzdem finde ich es bemerkenswert, wie teilweise die Zulu hier präsentiert werden in dem Film. Also das sind tapfere,
absolut stolze Krieger. Die englischen Figuren hier in dem Film, die betonen alle naselang, wie tapfer die Zulu sind, wie toll die kämpfen können, dass die so und so viele Kilometer in einer winzigen Zeit zurücklegen. Ja, ein englisches Regiment schafft vielleicht 15 Kilometer am Tag. Die Zulu, die rennen 40 Kilometer und danach können sie noch kämpfen. Und die werden hier auch im Film, in dieser Schlacht, werden die als sehr tapfer präsentiert. Also die sich ja mit nacktem Oberkörper und mit nichts bewaffnen als diesem Schild aus Kuhhaut und eben mit diesem Kurzspeer, die sich da in das englische Mündungsfeuer reinwerfen. Und die afrikanische Apartheid-Regierung hat diesen Film über 25 Jahre lang verboten. Auch das, finde ich, ist ein Kompliment für den Film. Die Afrikaner am Set, die mussten übrigens per Apartheidsgesetz damals mussten schlechter bezahlt werden als die englische Crew. Die Lösung von Regisseur Cy Anfield und vom Produktionsteam war dann, sie haben, nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen waren, sämtliche Tiere, das ganze Vieh, also da gibt es hunderte von Kühen und Pferden und sowas, haben sie einfach dort den Leuten überlassen und geschenkt. Also für mich sowohl heute als schon aus damaliger Sicht 1964 außergewöhnlich in der Präsentation der beiden Seiten. Also weder hier noch da erlaubt sich der Film großartig ein moralisches Urteil. Das wiederum finde ich ein bisschen kitzelig. Aber beide Seiten werden ja einfach nur präsentiert als tapfere Krieger. Nicht mehr und nicht weniger. Die Zulu teilweise tapferer als die Engländer. Denn zum Beispiel Stanley Baker als Lieutenant Chart sieht man in einer Szene vor einer Schlacht, muss er so seinen Revolver nachladen und hat hier die Patronen in der Hand und ist dabei so zittrig. Ne? Also das ist überhaupt nichts Heldenhaftes. Der scheißt sich ein, weil die Zulu gleich anrücken. Ja, immer noch ein britisches Produkt und ja, ziemlich nach Gutsherrenart gemacht, aber dennoch als Abenteuerfilm absolut packend erzählt. Dafür gibt es unterm Strich 4 von 5 Henry Kaliber 45 Gewehren und eine eingeschränkte Guckempfehlung für Leute, die einfach nur einen packenden Abenteuerfilm sehen wollen und jetzt nicht unbedingt erpicht drauf sind, ein historisch korrektes Zeitdokument zu sehen. Falls ihr der Meinung seid, dass ich als weißer Cis-Mann grundsätzlich komplett unterqualifiziert bin, um irgendetwas mit dem englischen Zulu-Krieg da zu kommentieren, dann haut in die Tasten und schreibt es mir in die Kommentare, warum ich überhaupt keine Ahnung habe. Oder wenn es richtig hart auf hart kommt und ihr afrikanischstämmig seid oder ihr vielleicht sogar Zulu-stämmig seid, dann schreibt mir auch einen kurzen Kommentar rein und sagt, ey, dazu würde ich aber gerne mal was ablassen, können wir das nächste Video zusammen machen. Ihr seid herzlich eingeladen, ich spendiere noch eine Tasse Tee und dann können wir zusammen diesen Film gucken oder dann noch einen anderen. Vielen Dank fürs Reinklicken, Bewerten, Kommentieren, Abonnieren, Däumchen nach oben dirigieren, mit mir auf Social Media interagieren. Habt ihr den Film gesehen? Habt ihr von diesem Film überhaupt jemals gehört? Und wenn ja, wie fandet ihr den? Kommentiert mir eure Kommentare in die Kommentare, ist gut für den Algorithmus. Und falls ihr schon das dritte, vierte, fünfte Mal auf diesem Kanal seid, ja, ich muss jetzt hier die YouTube-Sache machen, weil ich aus den Analysen von meinen Videos weiß, die meisten Leute, die meine Videos gucken, haben noch nicht abonniert. Also wenn ihr schon mal hier seid, kurz gedrückt, kostet nichts, kostet nur einen Mausklick. Vielen Dank im Voraus. Macht's gut, viel Spaß beim Gucken von Zulu, danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal.